diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zum Thema Was ist Philosophie besprochen. Der Begriff Philosophie setzt sich aus den beiden altgriechischen Wörtern Philos und Sophia zusammen. Philos kann unter anderem mit Freund, Liebe und Sophia mit Weisheit übersetzt werden. Wenn man die beiden altgriechischen Wörter gemeinsam betrachtet, kann Philosophie als Liebe zur Weisheit verstanden werden. Wenn man diesem Begriffsverständnis folgt, kann eine Philosophin bzw. ein Philosoph als Freund bzw. Freundin der Weisheit bezeichnet werden. Pythagoras, 570 bis 510 vor Christus, ist der erste uns heute bekannte Denker, der den Begriff Philosophie selber verwendet hat. Im Laufe der Geschichte gab es zahlreiche Versuche, Antworten auf die Frage, was ist Philosophie, zu geben. Die meisten Denkerinnen und Denker gehen davon aus, dass sich Philosophinnen und Philosophen mit Fragen und Antworten beschäftigen. Fragen können in diesem Zusammenhang einerseits grundlegend, wie beispielsweise, was kann ich wissen, und andererseits einfach, wie zum Beispiel, wie kann ich eine Flasche öffnen, sein. Philosophinnen und Philosophen bemühen sich, Antworten auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, indem beispielsweise darauf geachtet wird, ob darin logische Widersprüche enthalten sind. Die Art und Weise, in der sich Philosophinnen und Philosophen mit Fragen und Antworten auseinandersetzen sollten, kann als systematisch und beharrlich bezeichnet werden. Systematisch steht für die geplante Vorgehensweise und beharrlich für die Bereitschaft, sich auch länger andauernd mit dem Entwurf von Fragen und der Erarbeitung von Antworten auseinanderzusetzen. Thales ist der Name jenes Mannes, von dem wir heute wissen, dass er als erster von seinen Zeitgenossen als Philosoph bezeichnet worden ist. War deshalb Thales auch der erste Philosoph? Die Antwort auf diese Frage wird von vielen mit Nein beantwortet. Jeder Mensch, der Fragen stellt und Antworten sucht, kann als Philosophin oder Philosoph bezeichnet werden. Ein Zitat des österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper, Karl Popper lebte von 1902 bis 1994, lautet: Jeder Mensch ist Philosoph, nur eben manche mehr und andere weniger. In diesem Sinne, im Popper-Sinne, sind Menschen, die sich besonders beharrlich und systematisch mit Fragen und Antworten auseinandersetzen, in besonderem Maß Philosophin oder Philosoph. Da vermutlich schon die ersten Menschen sich mit Fragen und Antworten auseinandersetzten, können auch diese schon als Philosophen bezeichnet werden. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang sicherlich das Selbstdenken eines Menschen. Selbstdenken steht hier für das eigenständige Denken, bei dem der Mensch sich nicht ausschließlich an den Ansichten anderer Personen bzw. Menschen orientiert, sondern selber kritisch bestehende Sichtweisen hinterfragt und kreativ neue Fragen und Antworten sucht. Der Philosoph Immanuel Kant, Kant lebte von 1724 bis 1804, meint in diesem Zusammenhang: Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Im Sinne der Philosophie sind die Menschen aufgerufen, mündige Denker zu sein. Menschen sind dann keine Philosophen, wenn diese beispielsweise mit Hilfe eines Fachjargons, also der Verwendung besonderer Fachausdrücke, vortäuschen, sie würden über umfassendes Wissen oder gar Weisheit verfügen. Menschen, denen man vorwirft, sie würden vortäuschen, alles bzw. etwas Bestimmtes zu wissen, werden seit der griechischen Antike unter anderem als Sophisten bezeichnet. Eine Gruppe von Denkern wurde im 5. Jahrhundert vor Christus beispielsweise unter anderem deshalb als Sophisten bezeichnet, da sie den Anspruch vertraten, größere Teile der Bevölkerung mit Hilfe ihrer Redekunst, also der Rhetorik, von beinahe jeder beliebigen Ansicht überzeugen zu können. Dieser Interpretation zufolge geht es den Sophisten nicht um die Erkenntnis vom Wissen, sondern darum, die Menschen überzeugen bzw. überreden zu können. Dementsprechend waren die Sophisten unter anderem als Lehrer für Rhetorik
und Redner bei Gerichtsverhandlungen und Volksversammlungen tätig. Mögliche Ziele des Philosophierens können in einer Erweiterung bzw. Veränderung des Wissens, von Denkweisen und Auffassungen bestehen. In diesem Sinne sollte man nichts als selbstverständlich hinnehmen. Wenn sich beispielsweise eine Auffassung wie etwa des geozentrischen Weltbildes hin zum heliozentrischen Weltbildes verändert, stellt dies eine besonders große Veränderung dar. Von Weisheit kann in jenem Fall gesprochen werden, wenn jemand ein tiefer gehendes Verständnis von beispielsweise dem menschlichen Leben, der Natur und der Gesellschaft hat. Dieses Verständnis von Weisheit schließt beispielsweise mit ein, dass Menschen die eigenen Erwartungen und Sorgen kennen und mit diesen in geeigneter Art und Weise umgehen können. Der Ausdruck Memento Mori steht für die Gewissheit, dass jeder Mensch sterblich ist und sich dieser Tatsache bewusst sein sollte. Einige Denker empfehlen in diesem Zusammenhang, sich der eigenen Sterblichkeit jeden Tag bewusst zu sein, um das eigene Leben auf wesentliche Dinge auszurichten und meinen deshalb, denke daran, dass du stirbst. Es stellt sich auch in diesem Fall die Frage, ob man im Hinblick auf den eigenen Tod tatsächlich jeden Tag die eigene bisherige Lebensweise hinterfragen sollte. In jedem Fall zeigt sich, dass Menschen im Laufe ihres Lebens ein Gespür für Art, Ausmaß und Intensität von Fragestellungen entwickeln sollten. Eine mögliche Ursache bzw. Beweggrund für den Anfang des Philosophierens beim einzelnen Menschen stellt laut Aristoteles das Staunen dar. Weitere Anlässe für das Philosophieren können darüber hinaus sicherlich auch Erschrecken und Erschütterung hinsichtlich beispielsweise von Schicksalsschlägen wie etwa schweren Unfällen sein. In jeder Epoche der Geschichte gibt es Fragestellungen und Antworten der Menschen, die typisch für die jeweilige Zeit sind. So stehen heute beispielsweise Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels, der modernen Medien, der hohen Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Kinder zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie nicht alles, was sie vorfinden, als selbstverständlich anerkennen, sondern beispielsweise nach dessen Ursache und Wirkung forschen. Eine Stärke von Kindern im Zusammenhang mit der Art und Weise des Philosophierens liegt in deren Beharrlichkeit, Fragen zu stellen und sich nicht vorschnell mit Antworten zufrieden zu geben. Im Vergleich mit Erwachsenen sind Kinder noch weniger dazu befähigt, in systematischer Art und Weise zu philosophieren.